Hey Leute und herzlich willkommen zu einem, danke fürs Hupen draußen. Auf jeden Fall, herzlich willkommen zu einem HTML-Video. Und zwar geht es in dem ersten Video einfach um das Standard-HTML-Gerüst und Listen und Listen-Elemente. Ich fasse mich die ganze Zeit, weil ich zu schnell rede. Auf jeden Fall, das ist das, worum wir uns heute kümmern. Und zuallererst würde ich sagen, ladet euch einfach Notepad++ runter, das findet ihr über Google, einfach Notepad++ eingeben und dann einfach den ersten Link anklicken. Und dann je nachdem, was ihr braucht, hier könnt ihr dann die 32-Bit-Version runterladen oder hier die 64-Bit-Version. So, das war's dann eigentlich auch schon. Man kann das auch mit dem normalen Editor machen, hier. Hier kann man das auch drin schreiben. Allerdings ist das dann nicht so schön syntaktisch hervorgehoben. So. Also. Das Standardgerüst in HTML sieht ganz simpel folgendermaßen aus. Übrigens, wenn das hier nicht hervorgehoben ist, farblich, dann einfach hier unter Sprachen HTML einstellen. So. Dann ist das auch nicht mehr unterstrichen, als ob es falsch wäre. Also der HTML-Tag, der eröffnet das HTML-Dokument. Es gibt dann halt natürlich noch Doc-Type-HTML. Das geht dann so, meine ich. Das hier ist etwas, was wir nicht mehr schließen müssen. Allerdings, ja, HTML müssen wir schließen. HTML eröffnet das Dokument. Head ist dann halt der Bereich, wo man JavaScripte oder CSS, sprich Stildateien einbindet und auch den Titel der Seite angibt. Hier zum Beispiel jetzt einfach meine Website zu den JavaScripten und den CSS-Dateien kommen wir dann in einem anderen Video. So, Body ist dann halt der Körper des HTML-Dokuments, wo dann halt so etwas wie Texte drin stehen oder halt auch eine Navigationsleiste, wozu wir auch später kommen. Allerdings kümmern wir uns heute erstmal um simple Listen. Mit so einem Schrägstrich davor, dann schließen wir diesen Tag wieder unbedingt machen, weil sonst wird der Browser hinterher verwirrt sein in manchen Situationen. So, HTML-Dokument schließen. Okay, ist bei XML übrigens auch nicht anders. Okay, XML beiseite, HTML ist dran. Okay, also Listenelemente, da gibt es zwei Sorten. Einmal die Unordered List. Na. Und die Ordered List. Der Unterschied zwischen den beiden ist halt einfach nur, dass bei der Unordered List halt ein Punkt benutzt wird. Also das hier ist jetzt ein Listenelement. Und bei, das hier ist übrigens ein Kommentar, bei den Ordered List, bei den geordneten Listen gibt es dann halt sowas wie 1, 2, 3 und so weiter. Okay, den Unterschied kann man dann jetzt ja hier mal eben kurz aufweisen. Listen-Element sagen wir, also List-Item ist es dann, List-Element sagen wir dann, Eier, Milch, Brot. So, das ist dann einfach eine Einkaufsliste. Und bei der Ordered List sagen wir einfach, und da macht man übrigens auch wieder ein List-Item. Und da sagen wir dann einfach Hans-Peter. Sagen wir einfach mal, das ist jetzt die beste Liste von den schnellsten Läufern oder sowas. Dieter Kramer und Josephine Retter, keine Ahnung. Einfach mit STRG S abspeichern. Das hier war das Dokument, was ihr gerade gesehen habt. Das hier nennen wir jetzt einfach
index.html oder home oder wie auch immer einfach benennen, wie ihr wollt. Hauptsache, ihr findet die Datei hinterher wieder. Dann gehen wir wieder in unseren Browser. Ich benutze Opera GX. Und dann ziehen wir einfach von unserem Ordner, wo wir das abgespeichert haben, die Indexdatei hier oben in den Tab. Dann haben wir Eier, Milch, Brot in der Unordered List und Hans-Peter, Dieter Kramer und die Josephine Retter in der Ordered List. Das Ganze können wir mit Rechtsklick und Element untersuchen auch nochmal nachschauen. Da sind dann auch die Kommentare nochmal drin. Hier der Titel ist dann meine Website hier oben im Tab. Hier ist der Body, das komplette Ding halt. Die Unordered List ist halt die Unordered List mit Eier, Milch, Brot und dann noch die Ordered List mit Hans-Peter, Dieter Kramer, Josephine Retter. Und das war es dann eigentlich auch schon für dieses Video. Wenn es euch zu schnell ging, dann schreibt es auch in die Kommentare. Ich versuche es dann beim nächsten Mal langsamer zu machen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.